In kurzen Ehren von Kiels Wohnzimmer-PC, der gleich aufhört zu existieren. Er hat sich als ein Schatz erwiesen. Das Netzteil ist zwar nicht perfekt, aber für meine Zwecke reicht das. Ist ja auch von einem meiner Lieblingshersteller. Power. Einfach nur Power. Besser wie LC Power oder irgendwas anderes. Die Innereien dieses PCs sind nicht besonders erwähnenswert. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Auf jeden Fall irgendwie ein Müll auf DDR2-Basis. Der nicht in der Lage war, eine DVD bzw. eine Blu-ray zu dekodieren. Und deswegen wurde dieser PC ausgeschlachtet. Ich zeige euch noch ein paar Details hier. Ich weiß nicht warum, aber dieser wertvolle Adapter von DVI auf VGA, der hat halt nicht ermöglicht, der war festgeschraubt, damit ihn keiner wegnimmt. Könnte sein, dass es auch am Kopierschutz liegt, dass sich Blu-rays nicht über analog wiedergeben lassen. So ein bestimmtes tolles Verfahren unterstützt werden muss. Was es halt irgendwie nur bei der digitalen Ausgabe gibt. Da müsst ihr mir mal in den Kommentaren was dazu sagen. So, wir haben hier eine Grafikkarte von 2011. Eine HD 6450, 1 GB DDR3. Also eigentlich Mittelklasse. Was mich hier sehr interessieren würde, ist diese Grafikkarte besser als die GeForce 20, nee, als die GeForce 210, die ich für eine absolute Müllgrafikkarte halte. Vielleicht google ich mal einen Benchmark demnach nach. Auch bin ich kein Fan kleiner Lüfter. Ich finde die einfach nur nervtötend und laut. Davon gibt es, glaube ich, hier zwei Stück. Oh, Volltreffer. Die gilt es erstmal rauszureißen. Die hasse ich wie die Pest. Der Computer begnügt uns mit Arbeitsspeicher der Marke DDR2 bzw. des Typus DDR2. Wir haben hier zwei verschiedene Module, wahrscheinlich mit verschiedenen Taktungen. Ein von Kingston und ein AE irgendwas. Jeweils 667 MHz Module. Das hat bestimmt die Stabilität massiv erhöht in Form von Abstürzen. Speichercontroller ist hier noch auf dem Motherboard und kann durchaus zickig sein. Das vergrößert auf jeden Fall unsere nutzlose RAM-Speichersammlung, wo es auch schon reichlich SD-RAM gibt. Wenn ich die Sachen weiterverkaufe, die Leute wissen, es wurde immer mit höchster Sorgfalt hier behandelt, also einfach nur in die Ecke geschmissen und dann mit irgendwelchen anderen Müll zugestapelt. Nicht jeder ist in der Lage, einen riesen aufgeräumten Arbeitsplatz zu haben. Nein, das mache ich extra. Eigentlich sind die hier im Behälter, aber das will ich nicht zeigen und es ist alles sortiert, aber um die Leute auf YouTube zu ärgern, filme ich, wie ich mit RAM-Speicher oder Grafikkarten durch die Gegend werfe. Um die Leistungsfähigkeit dieser großartigen CPU zu erhöhen, wurde die Aluminiumoberfläche nochmal wunderschön mit Schmirgelpapier zerkratzt oder sowas ähnlichen. Ich kann deswegen nicht lesen, was das für ein Ding ist. Vielleicht kriege ich es mit Hilfe moderner Bildbearbeitung irgendwie zustande. Und dann schauen wir uns mal einen Sockel an. Und der hat auch Beschädigungen. Das sind leicht verbogene Pins. Und ich glaube, wir haben sogar noch einen ausgebrochenen SATA-Anschluss. Das bedeutet, dieses Motherboard erfüllt nicht meine Qualitätskriterien in dieser Müllwerkstatt. Deswegen wird es ausgeschraubt und fliegt gleich in die Ecke. Noch eine interessante Geschichte. Dieses Motherboard habe ich damals mit einem Kiel gekauft. In Wahnsinnsfan. Ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern. Aber die Blende behalte ich, die wird wahrscheinlich niemals passen. Und jetzt der versprochene Flug. Da hinten seht ihr den Müllsack. Ach, daneben. Naja, egal. War auf jeden Fall eine gute Karriere. Und jetzt habe ich ein wunderschönes Gehäuse hier. Im guten Zustand. Nur mit so komischen Anschlüssen, wo nichts passt. Scheint nicht genauso schrecklich wie Dell. Ich muss noch überlegen, was für Hardware ich in diesem Ding quälen werde. Aber erstmal quäle ich mich. Warum bin ich auch so dumm und bastel hier an so einem alten Müll? Eigentlich wäre es besser, wenn ich jetzt gerade im Bett liege.
Nach großer Anstrengung des Hin- und Herschauens habe ich entziffert, dass sich hierbei um eine Intel Pentium E5300 CPU handeln muss. Da, jetzt zeige ich euch mal dieses Prachtstück. Mit irgendwie einer lahmen Taktung. Ich kann ja noch mal gegen das Licht gucken. Da erkennt man es mal noch ganz bisschen. Da erkennt man es vielleicht so ganz bisschen. Vielleicht erkenne ich da noch was. Also wir haben hier 2,6 oder Gigahertz. Auf jeden Fall zwei Kerne, zwei Threads. Und damit die CPU nicht so traurig ist, kann sich ja meiner kleinen Sammlung an Sockel 775 CPUs anschließen, die größtenteils totaler Müll sind. Und da sind noch etliche Pentiums bei. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht hänge ich sie irgendwann an den Weihnachtsbaum. Oder jemand soll mir in den Kommentaren schreiben, wenn er so eine tolle CPU haben will. Schicke ich ihnen auf jeden Fall eine oder alle hin. Oder ich stelle sie bei Kernanzeigen und verlinke das und dann werde ich voll reich. Das ist voll die Idee. Ich glaube, ich mache das. Um die Fragen aller Fragen zu lösen, ob die Radeon HD 6450 besser ist als die Nvidia GeForce 210, habe ich die Website von GPU-Z und CPU-Z aufgerufen. Zuerst einmal die von GPU-Z. Und tatsächlich, laut diesem Diagramm, ist diese wunderschöne Grafikkarte fast doppelt so schnell wie die GeForce 210. Aber wir dürften uns nicht zu früh freuen, denn hier ist eine Version mit GDDR5 Arbeitsspeicher angegeben. Und wir haben natürlich nicht GDDR5 Arbeitsspeicher, sondern GDDR3 Arbeitsspeicher. Also in etwa sowas hier. Das ist wahrscheinlich dann die etwas billigere Variante. Zwar hat unsere einen Lüfter, aber die dürfte auf jeden Fall ein Stückchen langsamer sein als die besagte Karte. Also wir können hier zwischen Pest und Cholera wählen. Auf der anderen Seite habe ich auch noch nachgegoogelt, was die CPU eigentlich so hergibt in Single Core. Und diese Pentium 5300 ist gar nicht so extrem schlecht, wie ich gedacht habe. Also hier ist das Ende der Liste. Sie bekommt 185 Punkte. Seltsamerweise ist die kleinere hier schneller. Zum Vergleich, also ein Core-to-Quad ist ja nur nicht unbedingt wesentlich höher und die ist hier auf jeden Fall mit den 6600er in einer Liga untergebracht. Daher gar nicht so schlecht. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Intel Pentium in dem Fall und Core-to-Duo ist. Vielleicht recherchiere ich das mal eines Tages nach. Ja, das zu diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Ja, Ruhe in Frieden, Kiels alter PC. Ich habe immer noch keine Idee, was ich dafür bauen werde. Vielleicht habt ihr eine Idee, aber ich würde was Würdiges suchen. Also bis zum nächsten Mal aus dem PC-Keller.